Ja, ich habe lange überlegt zu Hause. Ne? Und bis mein Sohn auch zu mir gesagt hat, Mensch, Mama, jetzt mach, jetzt fahr dahin, du hast keine Lebensqualität. Und du bist noch zu jung dafür, fahr hin. Und das war dann ausschlaggebend, da habe ich gesagt, ja gut, ich mach's jetzt. Ne? Ich habe jetzt gestern Abend Brötchen gegessen, das hat funktioniert. Sehr gut, hat mein Mann dann auch per WhatsApp geschickt, der sagt, ja, super schön. Meine Schwester übrigens auch, super schön. Na, und ich muss sagen, gefällt mir selbst sehr gut. Was mir hier am besten gefällt, ist, dass ihr euch Zeit nehmt und nicht einfach dann schnell, schnell, schnell abschließen und fertig. Ihr habt Zeit. Und wenn ich bis nachts hier bleiben muss, ne? Und das finde ich immer sehr gut. Und nette Behandlung, nette Leute, immer gut gelaunt. Na, auch die Ärztin, immer gut gelaunt, die hat gesungen zwischendurch und das finde ich gut. Das ist so richtig für mich entspannend, ne? Weil ich bin ein Angstpatient. Ne? Man redet immer beruhigend auch den Patienten ein, streichelt ihn schon mal. Ne? Und ich kann noch zwei, dreimal fragen, ich kriege immer Antwort. Ne? Man versucht halt eben so gut wie es geht die Verständigung. Preisgünstig, gute Qualität, gute Behandlung. Was gibt es noch? Alles gut.